Moin, moin bei Selbstversorgung modern und einfach. Wir haben heute den 27. Juni und ich mache den, ich glaube, sechsten Gartenrundgang im biointensiven Permakulturgarten. Ah ja, sehr schön. Da sind die Erbsen. Die erreichen jetzt eine Höhe von 1,40 Meter. Sehr schön gewachsen, weiterhin kräftig. So sieht das dann aus dazwischen. Und überall die Finger, die sich da verbinden. Richtig. Dann geht es weiter rüber zum Mais. Der hat sich inzwischen sehr gut gemacht. Was soll ich sagen? Bombig. Problem dieses Jahr ist, wir haben einen sehr, sehr kalten Juni gehabt. Kaum Temperaturen über 17, 18 Grad hinweg und nachts immer teilweise sogar bis auf 3 Grad runter. Das kenne ich so gar nicht und ich hatte schon Sorge, dass wir teilweise Frost bekommen könnten. Aber jetzt scheint sich die Wetterlage ein bisschen zu stabilisieren und insgesamt wärmer zu werden. Ja, hier sieht man halt den Mais. Und je wärmer es wird, desto grüner wird er auch. Zwischenzeitlich war er so ein bisschen gelb. Aber jetzt hat er sich gut erholt und auch die einzelnen Maispflanzen, das kann man schön sehen, die werden auch stark, kräftig und die Stämme, die werden stärker. Und daran sieht man halt auch, dass sie genügend Nährstoffe haben. Obwohl ich dem Mais heute dennoch einen Guss geben werde von dem Erdetee, ja, damit er sich noch besser entwickelt. Da hinten sind die Erbsen. Wie gesagt, schon schön entwickelt. Auch die Kartoffeln werden heute Abend einen Guss mit dem Erdetee bekommen. Ziel ist es ja bei Kulturen, die länger stehen, nicht so wie Radieschen oder Salat oder so, sondern Kartoffeln, Mohrrüben, rote Beete, Zwiebeln, Mais und so weiter, dreimal pro Saison einen Guss mit dem Erdetee zu machen, zur Stärkung der Pflanzen und zum besseren Wachstum. Und hier sieht man das Kartoffelbeet. Ja, eigentlich alles dicht. Da ist kein Platz mehr. Schön gewachsen und schön dicht. Die ersten kleinen Blüten sind dabei. Manchmal ist auch ein bisschen Unkraut da drin zu sehen, seht mal da hinten. Aber das macht natürlich überhaupt nichts, das melde. Mal gucken, wie die Ernte wird. Ich denke, ganz gut. Dann geht es hier rüber zum Neuseeländer Spinat. Und wie ich euch das erzählt habe, fängt er jetzt an, sich richtig breit zu machen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch daran, wie klein diese Pflanzen waren, wie klein und unscheinbar. Und jetzt merkt man schon, dass sie langsam anfangen, dieses 2 Quadratmeter große Beet dicht zu machen. Und die Pflanzen selber sind natürlich sehr schön, kräftig, wachsen gut, perfekt. Dann hier das Zwiebelbeet, entwickeln sich weiterhin gut. Wir haben gestern noch mal einen Guss mit dem Erdetee bekommen, zwecks Kräftigung, damit sie auch schön gesund bleiben. Und daneben sind die Buschbohnen. Hier vorne sind die Buschbohnen nicht ganz so gut aufgekommen. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, mal so, ne? Hier ist auch so ein kleines Loch, aber das macht nichts, dann haben die anderen Pflanzen mehr Platz, sich auszubreiten. Und hier sieht man die weiteren Buschbohnen. Waren ja auch kleine Nester, auch die fangen jetzt an, alles dicht zu machen. Und im späteren Verlauf hat man dann keine Arbeit mehr eigentlich, nur noch ernten. Ich denke, ich hätte hier vielleicht nochmal nachsehen sollen, da wo das Loch war, aber naja, reicht auch so. Hier ist der Kürbis und das ist Zucchini in dem Kartoffelbeet drin. In dem Loch des Kartoffelbeetes. Der Kürbis, der soll sich ja dann ausbreiten und das ganze Kartoffelbeet bedecken. Das ist ja ein wichtiges Ding. Und die Pflanzen,
die machen sich jetzt schon ganz schön gut, obwohl es so kühl gewesen ist. Aber hier haben sie natürlich auch eine Sonnenfalle. Die Öffnung hier zeigt also die Schattenseite, das ist die nördliche Seite und die andere Seite ist die südliche Seite. Und wenn da mal die Sonne scheint, dann knallt sie auch richtig hier rein. Hier sind die Zucchini-Pflanzen, gut zu erkennen an diesem weißlichen Belag, an den Blättern. Da hinten ebenfalls. Und hier sind Kürbisse, Hokkaidos. Gut, dann geht es mal wieder zurück. Ich möchte nicht, dass das so lange dauert mit dem Video. 10 Minuten, mehr will ich euch nicht nerven. Ja, hier ist die Selleriepflanzung. Machen sich super. Klasse, echt. Perfekt. Hier ist das inzwischen abgedeckte Beet. Neulich habe ich ein Video reingestellt. Da haben ja die Amseln den Brokkoli abgefressen. Und um sie zu schützen, muss ich sie abdecken, die Pflanzen. Hier ist das kleine Blumenbeet meiner Tochter, einer meiner Töchter. Da merkt man auch, dass jetzt die Kresse zum Beispiel sich entwickelt. Ach ne, Kapuzinerkresse, ja genau. Hier ist ihr Kürbis, entwickelt sich auch schön. Ihre Kartoffel wächst gut. Und dahinter, da waren ja die Stangenbohnen, oder sind die Stangenbohnen, und die brauchten jetzt ein Gitter. Das Gitter habe ich mit Balken angebracht und das ist eine typische Technik von mir. Hier verwende ich die Baustahlmatten wiederum, bringe sie an oder befestige sie an großen Pfählen mit Kampen und das ist dann eine gute Technik. Und wie man sieht, wachsen die Pflanzen hier schon hoch und nehmen das Gerüst auch dankbar an. Da sieht man das sehr schön. Dann geht es hier weiter. Die Mohrrüben. Wahnsinn. Totaler Hammer. Machen alles dicht. Die bekommen heute auch einen Guss. Oder demnächst. Mal gucken. Muss mal schauen. Mit dem Erdetee. Wichtige Sache. Wichtige Technik. Hier ist der grüne Mangold. Auch riesig geworden. Entwickelt sich sehr schön und machen wir auch. Die Pflanzen machen auch das Beet dicht. Dauert nicht mehr lange. Hier ist der rote Mangold. Mit Kürbis dazwischen. Den will ich heute noch wegnehmen oder morgen. Den Kürbis hier habe ich wieder an den Rand gepflanzt, aus dem Beet heraus. Damit er sich über das Gras dann ausbreiten kann, das sich hier am Rande befindet. Ah ja, die Johannisbeeren werden schwarz. Das heißt, da müssen jetzt demnächst Netze angebracht werden. Das ist unbedingt erforderlich, sonst lassen die Amseln nichts übrig. Also es kommt doch Arbeit auf Arbeit, Schlag auf Schlag. Hier ist noch ein freies Beet. Da habe ich jetzt beschlossen, doch noch Pori zu pflanzen, hier vorne am Grasrand. Und da hinten kommt dann Chinakohl hin. Hier sind wiederum Kürbisse. Und jetzt gehen wir mal dichter ran an die Mohrrüben. So sieht das dann aus. Ich werde die mal bei Gelegenheit ausdünnen. Und ich ziehe mal eine raus, mal gucken, wie die aussehen. Ui, da sind sie schon. Guck, da kommen schon die ersten Mohrrüben. Wunderbar. Die wird heute gegessen. Dann hier sind die Pori-Pflanzen. Die hatte ich ja vor einiger Zeit umgepflanzt. Das sind 200 Stück auf 2 Quadratmeter. Da sind sie. Gehen erstmal Biene 1. Gut,
echt gut. Und daneben ist die rote Beete. Mit der roten Beete, das wundert mich ein bisschen, die schießt so sehr nach oben. Und normalerweise kenne ich, dass die breiter werden. Und ich befürchte fast, dass das keine rote Beete ist, die runde Knollen entwickelt, sondern eine, die rübenartige Knollen entwickelt. Und von der bin ich nicht so begeistert. Obwohl auf dem Päckchen, das ich hatte, ganz klar stand, dass das rote Beete sind, die runde Knollen entwickeln. Ich hatte das schon einmal. Das war ein bisschen ätzend. Die schmecken auch nicht ganz so gut. Da gehe ich heute mal rein und mache alles schier in dem Beet zur Zeit, bevor die alles dicht machen. Hier sind die Mohren von der anderen Seite. Hier ist das Beet, auf dem ehemals der Blattspinat stand, den ich geerntet habe. Und mit neuen Pflanzen bepflanzt habe. Die schwächeln sie noch so ein bisschen vor sich hin, aber die kommen. Und werden sich dann auch gut entwickeln. Hier ist das ehemalige Saatbeet. Die Kohlpflanzen dicht an dicht. Die entwickeln sich sehr schön. Da hinten ist noch Pori, den muss ich unbedingt umpflanzen. Da sind die Steckrüben, eine Reihe. Und da sieht man hier unten, da entwickeln sie sich langsam. Dazwischen ist Eisbergsalat, Kohlrabi, Rotkohl, kennt ihr ja alles schon. Hier ist der Kohlrabi, der langsam anfängt, Knollen zu entwickeln. Dann geht es nochmal weiter. Hier sieht man auch sehr schön, der Weg zwischen den Kartoffeln und dem Saatbeet, dem Kohlsaatbeet, der wächst jetzt zu. Da gibt es jetzt zunehmend Probleme durchzukommen. Ich muss ja jetzt schon langsam rübersteigen. Hier sind nochmal die Buschbohnen von der anderen Seite. Hier sind die ehemals doch schwächlichen Zwiebeln, die jetzt mit dem Erdetee sich stabilisiert haben. Super, sehr schön, wie ich schon angesprochen habe. Gute Rettungstechnik für Pflanzen. Hier ist das Kopfsalatbeet. Wie ihr seht, sieht das ein bisschen zerpflückt aus natürlich. Da habe ich schon sehr, sehr viel geerntet. Wir essen viel Kopfsalat natürlich, jeden Tag. Ich in meinem Smoothie, ansonsten so als Salat mit einem Zitronen-Honig-Dressing. Dann geht es hier rüber, das Grünkohl-Salatbeet, Petersilie, wunderbar. Guck mal hier, oh, der ist groß, der ist richtig groß. Die haben alle eine Größe, Verkaufsgröße, sage ich mal. Dazwischen dann der Salat und hier der Grünkohl. Schön gewachsene Pflanzen. Dann geht es hier wieder an das Mischbeet mit Petersilie, Grünkohl, Brokkoli, Eisbergsalat dazwischen. Und das wollte ich euch noch gezeigt haben. Ich ernte heute doch noch einen Blumenkohl. Warte mal. Der ist doch einigermaßen geworden. Hier ist Rotkohl. Hier ist ein Pflücksalat, der muss unbedingt weg. Vielleicht kriegen die Hühner den heute, mal schauen. Warte mal, ach so, hier sind die Erdbeeren. Da habe ich inzwischen schon mehrfach geerntet. Und ups, unter dem Netz fühlen sich wohl. Es hat ja doch relativ viel geregnet bei uns. Aber dennoch machen sie sich gut. Ich habe das ja mit Stroh abgedeckt. Und inzwischen ist es so, dass ich fast jeden zweiten Tag ernte, je nach Witterung. Und hier könnt ihr nochmal schön sehen. Oh, Alter, wunderbar. Guckt euch das mal an. Was für schöne Dinger. Rot, saftig, lecker. Hier auch. Hier, da. Und wenn die genügend Nährstoffe haben, die Erdbeeren, dann wachsen die ja die ganze Wachstumsperiode über.
weil es ja Monatserdbeeren sind. Ne? Hier sind ein paar kleinere, aber hier sind alles leckere Erdbeeren. Oh, hier, guck mal da, Wahnsinn, schön, super. Mal hier, oh, da, eieieiei. Donnerwetter, hier, wie viele da an einer Pflanze sind, guck mal. Boah. Hier, alles voll. Alles voll. Mit dem Stroh entwickeln sich auch gut die Linien da drauf. Ich muss mal eine probieren. Mmh. Oh, lecker. Richtig lecker. Guck mal hier. Überall liegen sie. Wie rote Perlen auf dem gelben Stroh. Da hinten auch. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich euch alles gezeigt. Ach geil. Den Blumenkohl. Und hier sieht man auch an Zwiebeln, dass sie jetzt hier unten anfangen dicker zu werden. Die entwickeln jetzt die Knollen. Und den Blumenkohl. Das ist zwar nur ein kleiner, aber es ist ein Blumenkohl. Wo ist er denn? Oh, ist ganz schwindelig, zu schnell aufgestanden. Ja, wo ist er denn? Ah ja, da. Guck mal, Babyblumenkohl. So groß ist meine Hand. Aber ist okay. Ist nicht befallen oder so. Den werde ich nachher essen. Okay, soweit aus dem Garten von Selbstversorgung modern und einfach. Wächst alles gut. Ah, wollte ich euch noch was zeigen. Einmal hier die Kartoffeln, die anfangen zu blühen. Guck mal, so sieht das dann aus. Und die Süßlupinen, die fangen an zu blühen. Das war ja letztes Mal schon absehbar. Und hier sieht man schön, wie die Blüte aussieht. Die sieht tatsächlich so leicht lila aus. Und oben entwickelt sie viele Blüten. Und dann hier am Rande, da wo die Blätter rechts und links rausgehen, da kommen auch nochmal Blüten. Da seht ihr das? Da, da und da und da. Das ist super interessant. Und bisher stehen sie wie eine Eins. Sehr schön. Ja, und hier sieht das wilde Beet. Hier seht ihr das wilde Beet. Ich bin noch immer nicht dazu gekommen, den Blattspinat platt zu machen. Der fängt jetzt an zu blühen hier. Ich werde die Spitzen heute noch mal in einem Essen verwenden. Und dann wird es echt Zeit, dass der eingebuddelt wird. Und dass die Mairüben Platz bekommen und hier noch mal Kürbis gepflanzt wird. Unbedingt. Sonst wuchert das hier nur noch rum und sieht sehr unordentlich und unschön aus und bringt dann auch nichts mehr. Dann geht es noch mal ins Gewächshaus. Auch hier schaffe ich es nicht hinterher zu kommen und den ganzen Kopfsalat zu essen. Das ist echt heftig. Die Tomaten fangen jetzt an zu blühen. Da sind die ersten Blüten, haben jetzt eine Höhe von 1 Meter erreicht. Und die muss ich unbedingt hochbinden. Da ist eine umgekippt gestern nach dem Gießen. Hier seht ihr nochmal den Salat dazwischen. Ganz tolle Pflanzen, also echt super. Und hier an den Tomatenpflanzen kommen auch die Seitentriebe. Seht ihr das hier? Da und da. Die müssen natürlich ausgeknipst werden. Und was ich euch noch zeigen wollte, sind die... Einmal natürlich der Erdetee. Da ist er wieder, brodelt vor sich hin. Die Salatgurken. Guck mal. Die haben sich jetzt gut entwickelt. Die sind jetzt genauso hoch wie die Tomaten. Und fangen schon an, jetzt sich hier überall festzuhalten. Und da freue ich mich natürlich auch besonders drauf und drüber, das zu sehen, ob die sich auch gut entwickeln. Und hier ist die erste Salatgurkenblüte.
Und das war ja diese Krüppelpflanze, die hat jetzt hier einen Seitenaustrieb gebildet. Und jetzt wächst sie auch in die Höhe. Ja, soweit, so gut. Ist nicht viel Arbeit zurzeit. Ich kann mich nicht beklagen. Ist alles in Ordnung. Gut, soweit erstmal. Jetzt ist Schluss. Tschüss aus dem Garten. Selbstversorgung, modern und einfach. 20 Minuten schon wieder. Viel zu lange. Tschüss.